Wunderschönen guten Tag. Armin Shukui, mein Name von der Gesundheitssportakademie in Reutlingen-Sondelfingen. Heute im GSA-Talk darf ich Thorsten Binder von St. Bernhard Sport vorstellen. Er ist Diplom-Ernährungswissenschaftler und wird uns rund um das Thema Immunsystem und Ernährung für Sportler Näheres erläutern. Herzlich willkommen, Thorsten. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja, danke. Wir steigen gleich mal mit der Frage rein, wie kann man sein Immunsystem über die Ernährung unterstützen? Also Immunsystem und Ernährung muss man erstmal ganz global sehen. Im Endeffekt ist es so, dass wir hier auf eine allgemeine und ausgewogene Mischkost achten sollten. Das heißt also, die Hypes um vegan oder Low Carb, um Paleo, was auch immer, sind im Prinzip Wellen, die kommen und gehen, aber grundsätzlich gilt es, sich abwechslungsreich zu ernähren, aber da auch wirklich abwechslungsreich. Also das bedeutet vor allen Dingen viel Gemüse einbauen, ballaststoffreiche Ernährung, vitaminreiche Ernährung oder auch dann allgemein vitalstoffreiche Ernährung. Auch zum Beispiel regelmäßig Obst, da sind zum Beispiel Beeren ganz oben zu nennen oder Vollkornprodukte. Gleiches gilt für die Abwechslung bei den Eiweißquellen. Also wir wissen, das Immunsystem besteht zum großen Teil aus Eiweiß. Wir haben aber im Umkehrschluss im Körper keine Eiweißspeicher. Also wir haben Kohlenhydratspeicher, Fettspeicher, aber Eiweiß muss man über den Tag verteilt immer wieder aufnehmen. Da geht es aber auch um hochwertige Quellen. Also es reicht nicht immer nur Fleisch zu essen. Zweimal in der Woche ist absolut in Ordnung. Aber ruhig auch gelegentlich Fisch einbauen. Man sollte Milchprodukte mit nutzen, Käse, Quark, Joghurt zum Beispiel oder dann auch vegetarische Eiweißquellen wie Hülsenfrüchte zum Beispiel, Linsen oder auch Erbsen. Nicht zu unterschätzen und da kann man eigentlich auch nicht oft genug darauf hinweisen, sind auch die Omega-3-Fettsäuren. Die sind anti-entzündlich. Auch hier ganz wichtig, verschiedene Quellen nutzen. Da steht auch Seefisch ganz vorne mit dabei. Da kann man zum Beispiel unter den Fischen auf Hering, Lachs oder Makrele setzen. Man kann hier auch viele pflanzliche Öle einbauen. Da gibt es zum Beispiel Leinöl, was für kalte Speisen gut geeignet ist, oder auch Rapsöl. Sind auch super Quellen von ungesättigten Fettsäuren, die unser Immunsystem unterstützen und den ganzen Körper fit halten. Nüsse, gerne jeden Tag eine Hand voll Nüsse, sind eine super Quelle, auch übrigens Walnüsse zum Beispiel gut fürs Gedächtnis, oder auch Avocado, perfekter Lieferant von Omega-3-Fettsäuren. Ganz entscheidend, und das ist mehr und mehr der Fokus, auf den sich auch die Wissenschaft richtet, ist eben, dass wir auch grundsätzlich unseren Darm fit halten und vital halten, um hier auch ein starkes Immunsystem zu haben. Daraus stellt sich ja dann die Frage, warum ist dann der Darm so wichtig bei einem Menschen? Der Darm ist eigentlich ein extrem wichtiges Organ für uns, für den gesamten Körper. Wir haben bisher hauptsächlich hauptsächlich das Gehirn so als Schaltzentrale des Körpers gesehen. Mehr und mehr rückt auch der Darm in den Fokus. Das bedeutet, wir haben hier insgesamt 100 Billionen Darmbakterien in unserem Darm. Das sind also 10-mal mehr Bakterienzellen. Das sind übrigens gute Bakterien, also gesunde Bakterien, die jetzt nicht krank machen sind, das hat nichts mit Krankheiten zu tun, die brauchen wir aber. Das sind 10-mal mehr Bakterien, als wir Körperzellen überhaupt haben in unserem Körper. Und das Ungleichgewicht zeigt eigentlich schon mal, wie extrem wichtig es ist, unseren Darm auch fit und vital zu halten. Des Weiteren sitzen 70-80% unseres Immunsystems im Darm. Also auch hier zeigt sich wieder, für ein vitales Immunsystem braucht es einen gesunden Darm. Außerdem, Hormone werden auch hier im Darm gebildet und nicht zuletzt hat der Darm auch Einflüsse auf unsere Psyche. Das heißt, nicht das Gehirn steuert grundsätzlich unseren Körper, sondern auch vom Darm aus gelangen Signale, die zum Beispiel unsere Psyche mit beeinflussen. Da der Darm so wichtig ist, stellt sich auch dann die Frage, worauf man bei der Ernährung achten muss, um den Darm zu stärken. Also zunächst einmal geht es darum, gerade die Darmbakterien, die in großer Zahl vorhanden sind, zu versorgen mit den richtigen Nährstoffen und diese zu pflegen. Und da gibt es im Endeffekt auch wieder die Ballaststoffe aus Gemüse zum Beispiel, aus Vollkornprodukten, letztlich die Nährstoffe für diese Bakterien. Zum Zweiten
hilft es, fermentierte Produkte zu essen. Das heißt also Produkte, die gute, gesunde Bakterien liefern. Da gehört zum Beispiel Joghurt dazu, da gehört Quark oder Kraut dazu. Und ganz wichtig, auch hier wieder abwechslungsreiche Ernährung. Das heißt zum Beispiel bei Getreideprodukten nicht nur immer Weizen, Weizen, Weizen essen, sondern eben auch abwechselnd Urgetreide, zum Beispiel Dinkel, Emmer, Kamut. Da gibt es eine Vielzahl von anderen Getreidesorten, die genauso wichtig sind. Ganz allgemeine Tipps für den Darm ist eben wichtig, dass man hier schaut, dass man sich Zeit nimmt zum Essen, dass man auch auf Zwischenmahlzeiten verzichtet, dass man Stressquellen reduziert und dass man natürlich auch Sport treibt, sich fit hält. Also fit halten, Freizeitsportler, das Thema. Wie kann ein Freizeitsportler seinen Körper beim Ausdauersport optimal unterstützen? Also für Ausdauersportler steht an allererster Stelle mal das Trinken. Ohne Flüssigkeit läuft gar nichts. Wir schwitzen beim Sport, unser Körper verliert Flüssigkeit und die Flüssigkeit dient dazu, das Blut dünnflüssig zu halten und das Blut wiederum, wenn es dünnflüssig ist, versorgt unsere Muskulatur mit Nährstoffen, also sprich Kohlenhydrate als Treibstoff, Energielieferant für die Muskeln und eben den Sauerstoff, den die Muskulatur auch braucht. Schwitzen wir jetzt und nehmen keine Flüssigkeit auf, dann führt es zu einer Bluteindickung. Das kann zu Schwindel führen, das kann zu Muskelkrämpfen führen, das kann bis hin zum totalen Zusammenbruch führen. Und wir müssen deswegen eben immer schauen, dass wir ein gewisses Level an Flüssigkeit zuführen. Okay, also sprich, Wasser hat ja verschiedene Bestandteile von Mineralstoffen. Was ist jetzt speziell mit Magnesium? Genau, also mit dem Schweiß geht nicht nur Flüssigkeit verloren, sondern eben auch Mineralstoffe. Aber da ist Magnesium, was so im Volksmund eigentlich als das Sportler-Elektrolyt gehandelt wird, steht erst an vierter Stelle mengenmäßig. Also wir verlieren hauptsächlich Natrium, dann kommt Kalium, Calcium und erst an vierter Stelle Magnesium. Das heißt also, wir müssen auch auf diese Mineralstoffe achten, das heißt vorwiegend Natrium auffüllen oder in den Getränken beinhalten, sollte eben hauptsächlich Natrium sein und weniger Magnesium. Magnesium hat den Nachteil vor allen Dingen, dass es unter hohen Mengen auch leicht zu Durchfall führen kann, weil wir eben nicht so viel verlieren und auch nicht so viel aufnehmen können. Und Krämpfe, die ernährungsbedingt beim Sport auftreten, die sind eher Natriummangel als Magnesiummangel. Wer jetzt zum Beispiel nachts Krämpfe hat, unabhängig vom Sport, es trifft teilweise auf ältere Menschen zu, der kann probieren, über eine Magnesiumeinnahme die zu reduzieren. Aber direkt beim Sport zählt Flüssigkeit und zählt in erster Linie Natrium, also Salz, um auch hier Krämpfen vorzubeugen, um das Elektrolytgleichgewicht zu halten. Und alles andere, was Vitamine und so weiter anbelangt, wird beim Sport im Prinzip nicht gebraucht und auch nicht verstoffwechselt. Okay. Was ein entscheidender Punkt noch ist, um das noch abzurunden, wer jetzt Gesundheitssport treibt und keine Kalorien aufnehmen will, der ist im Prinzip mit den Salzen richtig unterwegs. Ansonsten, wer intensiv Sport macht oder dann auch Intervalltraining oder Wettkämpfe macht zum Beispiel, für den sind dann noch Kohlenhydrate anzuraten als Energielieferant, als Treibstoff für die Muskulatur. Du hast das Thema Gesundheitssportler angesprochen. Worauf sollen Gesundheitssportler, die abnehmen wollen, aus Ernährungssicht achten? Also genau, da wird im Prinzip jetzt unterschieden. Haben wir jetzt einen ambitionierten Sportler, der jetzt Leistung abrufen will, dann braucht er Flüssigkeit, Salz und Kohlenhydrate. Kohlenhydrate als Energielieferant und das liefern zum Beispiel isotonische Getränke. Ein Gesundheitssportler, der abnehmen will, der sollte genau auf diese Kohlenhydrate dann wiederum verzichten. Das bedeutet also, hier auf kalorienfreie Elektrolytgetränke zum Beispiel zu setzen und die zu trinken während des Sports, um dann eben seinen Mineralstoff- und Flüssigkeitshaushalt auszugleichen und nicht die Kalorien, die er eigentlich verbrennen möchte, genau wieder aufzufüllen. Das ist im Prinzip unsinnig. Gleichzeitig kommt es auf die Regenerationskost an, wenn man abnehmen möchte, dass eben hier vor allen Dingen Eiweiß aufgenommen wird, dass auch nicht gleich wieder die Kohlenhydrate zugeführt werden, die man jetzt direkt nach dem Sport, die man beim Sport verbrannt hat, sondern dass man erst einmal 2-3 Stunden wartet, direkt nach dem Training maximal Eiweißquellen heranzieht und dann nach 2-3 Stunden können dann wieder Kohlenhydrate auch eingenommen werden.
Also sprich, durch kontinuierliches Training, bei Gesundheitssportlern, die brauchen auch eine Art Regeneration der Muskulatur. Da ist natürlich die Frage, wie kann man das unterstützen durch die Ernährung? Also die Regeneration ganz allgemein im Gesundheitssport, wer jetzt nicht unbedingt gleich abnehmen möchte, geht darum, dass man erstmal aufs Timing achtet. Also das heißt, die erste Stunde nach dem Sport ist eigentlich die entscheidende dabei. Man nennt es auch Open-Window-Effekt, weil hier zum einen mal die Infektanfälligkeit relativ hoch ist. Da kommen wir jetzt wieder zurück auf das Thema Immunsystem. Sport ist grundsätzlich gesund, ist elementar für den Körper, für den vitalen Körper, aber es gibt eine temporäre Schwächung. Direkt nach dem Sport ist der Körper infektanfällig oder auch erschöpft natürlich. Der Stresspegel steigt auch. Dementsprechend geht es darum, schnell zu reagieren, und wir müssen schauen, dass wir das Immunsystem stabilisieren sowie auch die Regeneration insgesamt unterstützen. Das schaffen wir, indem wir vor allen Dingen mal ans Trinken denken, also nach dem Sport die Schweißverluste ausgleichen, ausgiebig trinken. Wir müssen aber auch eben schauen, dass wir hier Eiweiße bereitstellen, weil zum einen mal das Immunsystem auf Eiweiß angewiesen ist. Wir haben eben keine Eiweißspeicher im Körper, das heißt, wir brauchen auch hier möglichst schnell Eiweiß. Und die Muskulatur besteht aus Eiweiß. Auch die muss regeneriert werden oder aufgebaut werden. Und hier kommt es eben auch auf Eiweiß an. Dritter Baustein sind dann die Kohlenhydrate, um die verbrannte Energie wieder aufzufüllen und eben auch den Stresspegel im Körper abzusenken. Kohlenhydratmangel bedeutet auch immer ein Stück weit Stress für den Körper und ist auch wiederum schlecht fürs Immunsystem. Ergänzend wäre dann eben noch die Mineralien und Vitamine zu nennen. Wie schaffen wir das? Also wir können im Prinzip leicht und bequem auf Shakes zurückgreifen. Das ist die einfachste Variante, wenn man direkt im Fitnessstudio zum Beispiel ist oder unterwegs ist und sich in adäquaten Shake anrührt. Es gibt natürlich auch andere Möglichkeiten, Kohlenhydrate und Eiweiß zu kombinieren, zum Beispiel Joghurt mit Haferflocken oder Quark mit Beeren zum Beispiel, um hier einfach eine Kombination von Kohlenhydraten und Eiweiß herzustellen. Thorsten, ich danke dir für dieses mega tolle Interview. Wir verabschieden uns, und im nächsten Teil, im zweiten Teil, werden wir natürlich das Thema Ernährung für Kraftsportler und Supplements ansprechen. Wir haben heute rund um das Thema Immunsystem und Ausdauersport gesprochen. Es war sehr interessant, und wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Euer GSA-Team.